Sache. Was hätte euch das sagen? Ob ich da unten genug Platz habe? Ja, nun ist das gar. Nun, heute wollte ich euch erzählen, macht keine Partnersuche übers Internet, über Smartphone, Handy, Laptop, PCs. Macht es einfach in der freien Natur draußen, wo die Welt ist offen, nicht so wie hier. Seht ihr? Hier. Nicht in den eigenen vier Wänden, geht raus in Lokale, in Bars. Oder ich habe auch gehört bei Single-Börsen draußen. Ich weiß auch nicht. Am besten geht ihr raus in die freie Natur. Fragt einfach, ob irgendjemand zu haben ist. Aber bleibt nicht zu Hause. Wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, müsst ihr eben rausgehen. Anders geht's eben nicht. Denn die Internetwelt ist einfach viel zu sehr überschwemmt mit Partnersuche. Und die Trefferquote, dass wirklich sich Mann und Frau übers Internet kennengelernt geschafft hat, sich übers Internet kennenzulernen, liegt bei 10%, vielleicht auch bei 7%. Jedenfalls wollt ihr wirklich bei so wenig, bei so einer kleinen Prozentzahl es übers Internet versuchen. Es lohnt sich einfach nicht. Geht raus in die Natur, geht in die Bars, geht in die Lokale. Es lohnt sich rausgehen. Ihr müsst es nur mit euren Eltern und Freunden üben, wie man eine Frau bzw. einen Mann anspricht, anpackend anmacht. Ja, und wenn ihr das geschafft habt, dann werdet ihr froh sein, dass ihr es über, so wie vor 10, 20, 30 Jahren, da gab es kaum Internet und da sind die Menschen auch rausgegangen. In die freie Natur, in die freie Wildbahn, wie die Tiere. Die Tiere, die finden ja auch ihren Seelenpartner. Macht es wie die Tiere. Wir stammen ja ursprünglich von Affen ab. Kann ich beweisen? Oh, ah, 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 ah. Ja. Und ich kann auch Banane essen, wie ihr in einem anderen Video schon gesehen habt. Das heißt, das beweist, dass wir von Affen abstammen. Und somit sind wir die mutierten Kinder von diesen Affen. Aber das wisst ihr schon, Evolutionslehre. Jede neue Generation ist ein klein bisschen besser als die vorangegangene Evolution der Eltern. Nun, geht einfach raus, macht nicht LAVOU oder Parship oder sonst irgendwelche Internetbörsen. Es lohnt sich einfach nicht. Mein Vater hat es versucht. 15 Jahre übers Internet. Er hat nie eine gefunden. Und seit er in die Lokale, in die Bars geht und Frauen einfach anspricht, hat er 80% oder noch mehr Erfolg als übers Internet. Er schreibt viele Frauen an, aber nicht eine einzige schreibt ihm zurück oder will mit dem Chatten oder sonst irgendwas machen. Geht in die Lokale, geht raus in die freie Welt, in die freie Wildbahn. Wir sind doch alles Tiere. Hört auf mich, ihr werdet es nicht bereuen. Es lohnt sich. Das war's, dann bis zum nächsten Mal.